Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assetto Corsa. Und wie gestern schon angekündigt, schmeißen wir heute mal den Karrieremodus rein. Ich habe jetzt mit aufnahmetechnischen Problemen zu rechnen gehabt und dementsprechend habe ich schon ein Rennen gefahren, ohne es euch zeigen zu können. Und es war aber auch nur eine Time-Attack mit dem Fiat Abarth 500 SRS auf Valleluna Club. Nichts Spannendes, wir gehen weiter hier im N1 Novize Series, wie man es ausspricht, keine Ahnung. Auf jeden Fall die Anfängerserie, in der wir natürlich noch unterwegs sind, weil man sich ja so langsam nach vorne kämpft hier in der Karriere. So, und wir fahren das zweite Rennen, Abarth 500 SRS auf dem Valleluna Club, aber diesmal mit KI-Gegnern. 7 Runden sind es, glaube ich, zu tun. Ne, 3 Runden nur, also das ist schnell abgefrühstückt und das machen wir jetzt einfach mal. So, und da sind wir auf der Strecke mit ein paar anderen Leuten, wo ich mal eben die Namen ausblende hier. Wie gesagt, die erste Session, die ich alleine gefahren bin, das war ein Time-Attack-Modus. Und da bin ich 7 Runden gefahren, was ungefähr 7 Minuten gedauert hat, weil hier so ungefähr eine Runde eine Minute dauert. Bin ich mal gespannt, wie die KI so auf Hausstrecken unterwegs ist und wie gut wir da mithalten können. Aber ich denke doch mal, gerade hier noch in der Anfängerserie dürfte das kein Problem sein. Wir sind schon Dritter. Ich hoffe, jetzt klappt alles mit der Aufnahme. Haben es hier mit dem kleinen 1,4 Liter Turbolader Rennwagen zu tun. Ja, also die kleine Rennsemmel, sagen wir mal so. Ist in echt bestimmt nicht langsam, aber hier im Spiel zieht es sich ganz schön und fühlt sich halt sehr zäh an. Frontantrieb, recht sportliches Fahrwerk, lenkt also gut ein. Und eine Shift-Anzeige, wie ihr gerade bestimmt schon gesehen habt, unten links im Cockpit. Geht manchmal der blinkende Pfeil an, mit der Bitte hochzuschalten. Müssen wir uns doch schon beeilen, das halbe Rennen ist ja schon vorbei. Das sind ja nur 3 Runden. Müssen wir doch noch irgendwie zusehen, dass wir vorbeikommen. Das hat geklappt, jawohl. Sehr schön. Das wäre peinlich, weil wir die ersten Rennen jetzt doch irgendwie nicht knacken werden. Oder würden. Ich habe den Time Attack übrigens auf Gold geschafft. So. Und das können wir hier wunderschön nachmachen. Ich versuche einfach mal alles auf Gold zu fahren. Mal gucken, wie lange wir die Strähne anhalten. Das kennt ihr vielleicht aus den Gran Turismo Videos. Das haben wir ja da auch nicht anders gemacht. Es ist also immer Ehrgeiz angesagt. Wir fahren nicht um den Spaß. Nicht in der Karriere. Scheiße, mein Feedback übersteuert. Ist natürlich jetzt nicht so schlimm bei einem Fronttriebler mit 140 PS. Entschuldigt übrigens meine Stimme, ich bin ein bisschen erkältet. Ich hatte die ganze Zeit das Fenster auf und bin mit dem Zug gefahren quasi. Im Zug gefahren. Letzte Kurve und das erste richtige Rennen der Karriere ist gewonnen. Können wir uns schon mal aufs Treppchen stellen. Sehr schön. Race over. First Place Session over. Und dann stellen wir uns hier noch einmal kurz in den Rasen oder auf den Rasen. Mal gucken, wie es jetzt aussieht und so. Das habe ich selber noch nicht gesehen. Achso, hier können wir die Wiederholung aufzeichnen. Das mache ich mal eben. Bis gleich. Jawohl, Goldmedaille. Da könnt ihr sehen, unsere zweite. Continue. So, und da gibt es hier nochmal schön die Zeiten angezeigt, was wir so für Runden erreicht haben, wie lange die ganze Session gedauert hat. Und jetzt gehen wir weiter zum nächsten Time Attack, so wie es aussieht. Und dabei gewinnen wir das Vertrauen von anderen Auto-Enthusiasten. Ein Freund stellt uns nämlich seinen Alfa Romeo Giulietta QV for a Time Attack at Maggiore zur Verfügung. Also, um eine Time Attack auf Maggiore zu fahren. Das machen wir auch. Start!
zack, da sitzen wir im Alpha, den wir uns ja auch eigentlich mal ein bisschen angucken können. Ich drücke mal eben F7, jetzt sehen wir den Helm natürlich. So, aber wir setzen uns mal auf die Beifahrerperspektive. Ja, sieht ja schon ganz schnieke aus. Wir hören mal eben rein. Ach, guck mal, auch Turbo aufgeladen. Wusste ich gar nicht. Können wir da irgendwie den Turbo höher ballern? Nee, können wir leider nicht. Ich gehe mal in die normale Perspektive und dann legen wir einfach mal los. Das Force-Feedback rappelt ein bisschen. Aber ich glaube, das B rappelt sich gleich auch noch. Und wir versuchen hier Time Attack zu fahren. Das habt ihr natürlich gerade nicht gesehen, die erste Runde, weil ich die nicht aufgenommen habe, weil das so gut geklappt hat. Aber ihr werdet hier gleich, wie im normalen Time Attack Modus auch, der jetzt schon durch die Spezialevents bekannt war, werdet ihr gleich so Checkpoints sehen. Und da müssen wir durchfahren. Jedes Mal, wenn wir einen Checkpoint passieren, kriegen wir ein bisschen Zeit dazu, ein paar Punkte. Eigentlich Standard Checkpoint Gedöns. Und je nachdem, wie lange wir das schaffen, wie viele Runden wir hier absolvieren können, ohne dass uns die Zeit ausgeht, umso besser ist es natürlich. Und ich glaube, mir geht jetzt schon die Zeit aus. Ja, okay, nicht ganz. 3, 2, ja, haben wir noch 2 Sekunden. Aber das ist schon nicht viel. Normalerweise kriegt man am Anfang immer die dicken Punkte. Jetzt haben wir 19 Punkte gekriegt. Ihr habt vielleicht auch gerade im Menü gesehen. Ach du Scheiße, was ist hier denn los? Nein, oh. Dass ich das mit Screenshots machen musste und das Menü nicht wirklich aufzeichnen kann, weil das keine DirectX-Anwendung ist und somit kann ich die mit Fraps nicht aufnehmen. Ach du Scheiße, es wird ja echt knapp hier. Was ist denn hier los? Okay, jetzt geht's. 5 Sekunden, 54 Punkte. Das ist aber nichts. Wir brauchen so 1000, glaube ich, um Gold zu kriegen. Jetzt habe ich mich natürlich mega verbremst und das gibt Punktabzug und deswegen ist das Spielchen hier auch schon gelaufen. Ich mache mal eben Neustart. So, ganz schnell, es ist nicht passiert. Und hier geht's erstmal ab. Okay, die erste Runde kann scheiße sein, weil der Start natürlich so langsam ist. Da hat man natürlich, wenn die Runde schon läuft und man da angerollt kommt mit mehr Geschwindigkeit, hat man natürlich bessere Karten und ist schneller. Dann ist das also ganz normal, dass wir so wenig Punkte kriegen in der ersten Runde. Auch neuer Content natürlich, seit der 1.0 RC, also seit dem Release Candidate, seit der Version der Alfa Romeo Giulietta mit dabei. Ich kann mir den Namen nicht merken und weder aussprechen noch merken. Und da habe ich ja gedacht, das hätten sie komplett verschwiegen, dass der da reinkommt. Und erst nachdem das Update schon draußen war, da erst quasi angekündigt, aber dem war gar nicht so. Als Kuno Simulazioni die Alfa Romeo Lizenz bekannt gegeben hat, da stand in dem Text drin, ein Auto von den dreien, die wir machen werden, wird es in die 1.0 schaffen und das ist genau das Ding, in dem wir hier sitzen. Jetzt sind wir ein bisschen schneller als gerade, obwohl, ne, 64 Punkte, das ist weniger. Dafür verbremsen wir uns hier nicht. Fühlt sich auf jeden Fall schneller und stärker an als der Fiat Abarth 500. Obwohl ich mir nicht sicher bin, ob es ist. Aber er fühlt sich halt kraftvoller an. Ist natürlich auch etwas schwerer, vermute ich mal. Der sieht mir schon mehr nach Golfklasse aus. Und ja, der Abarth ist vielleicht mehr so Polo, ne? Opel Adam, klasse. Oh, ein bisschen schnell.
Hoppala, ein bisschen unsauber. Bleiben einfach mal im dritten Gang und ziehen hier durch. Ja, und dann wird schon wieder eng. 7, 6, ach du Scheiße. Was ist denn hier los? Wie sollen wir denn an Punkte kommen? Ja, okay, 631. Das kann ich noch für gut heißen, dass man hier jetzt mehr Punkte kriegt. Aber wir müssen am Ball bleiben. Allerdings ist jetzt mal die Frage, ob das so bleibt in der Karriere. Wenn ja, finde ich das jetzt nicht die schönste Beschäftigung der Welt, erst einen Time Attack zu fahren und dann mit den gleichen Karren Rennen zu fahren und dann die Strecke zu wechseln, das gleiche nochmal zu machen. Da muss doch ein bisschen noch was kommen, oder? Weil ich finde, auch so ein Time Attack ist nicht der beste Modus, um eine Strecke kennenzulernen. Weil man da direkt unter so einem Druck steht. Du weißt ja hier, oh scheiße, jetzt muss ich schnell fahren, sonst ist gleich die... kein Punktabzug, ne. Aber sonst ist gleich die Zeit vorbei. Und wenn du da die Strecke halt noch nicht kennst, dann versuchst du halt trotzdem so schnell wie möglich zu fahren und wirst wahrscheinlich in meinem Kiesbett landen und die Kurven überschießen. Deswegen finde ich den Start in die Karriere vielleicht nicht ganz so gelungen. Natürlich schon, dass man mit den langsamen Fahrzeugen anfängt und so, das macht ja alles Sinn. Aber ja, okay, wenn man die Fahrhilfen vielleicht auch noch aktiviert hat und die Ideallinie. Sieht es ja auch nochmal anders aus. Oh! Viel zu spät eingelenkt und dann kriegt er auf einmal die Kurve gar nicht mehr. Wir können uns ja mal eben von außen angucken. Der ist nämlich ganz schick eigentlich. Fällt mir ganz gut. Licht funktioniert. Oh, ist die Zeit vorbei? Das gibt's ja gar nicht. 2000 Punkte. Ach du Scheiße. Ja, müssen wir mal eben gucken, ob das was gegeben hat. Bis gleich. Jawohl, tatsächlich Silber. Dafür hat's noch gereicht. Sehr schön, dann können wir ja weitermachen. Auch wenn ich überall Gold will, aber das machen wir irgendwann nochmal. Erstmal weiter hier. Oh, Serious Goal Achieved. Assetto Corsa Serious Result. Sehr schön. Achso, N2 haben wir freigeschaltet. Sehr schön, die zweite Anfängerserie. Alles klar. Aber damit machen wir ein andermal weiter. Erstmal geht's hier ums Rennen. Ein KI-Rennen auf Magione natürlich. Ich gehe mal in die Cockpit-Perspektive. Gegen ein paar Abarts. Und da vorne scheint auch ein BMW mitzufahren, wenn ich das richtig gesehen habe. Ist eine sehr komische Gegnerzusammenstellung, wie ich finde. Es sind von unserer Karre sind keine dabei vom Alpha. Nur die paar Fiats und der BMW da vorne. Na gut, müssen wir trotzdem mal zusehen, dass wir es kriegen. Ach du Scheiße, er hat richtige Probleme auf der Bremse, so wie es aussieht. Übrigens sind wir, glaube ich, nicht angeschnallt, wenn ihr mal oben rechts hinguckt. Das kann ja wohl nicht angehen. Oder heißt das Gelbe, man ist angeschnallt? Warum ist es dann gelb und nicht einfach aus? Das macht ja irgendwie wenig Sinn. 5 Runden sind zu fahren, übrigens. Wir sind jetzt schon Erster, das ist ja ein unfassbarer Schwierigkeitsgrad hier. Aber hey, ist ja auch die Anfängerserie und machen wir uns nichts vor. Wir sind keine Anfänger mehr, wir sind Profi-Anfänger. Jawoll. Wie wir hier über die Curbs flügen. Als ob man es so machen würde. Und der Abstand erst.
Ja, ich kann es auch irgendwie gar nicht spannend reden, es ist halt sehr langweilig. Aber so wird wahrscheinlich jede Karriere am Anfang von einem Rennspiel aussehen. Frontgetriebene Fahrzeuge. Gegner, die nichts drauf haben und ja, noch recht einfache Strecken. Aber mit diesem Alfa Romeo haben wir jetzt übrigens den zweiten frontgetriebenen PKW hier im Carpool von Assetto Corsa. Vom offiziellen Content natürlich. Die Modder haben da ja schon fleißig nachgelegt, was Opel Adam und Opel Ascona betrifft. Habe ich ja übrigens gezeigt, den Chevrolet Monza, der ja der Opel Ascona ist, bloß halt im anderen Landesgewand quasi. Der wurde jetzt umgemünzt auf Opel Ascona, also da gibt es jetzt auch eine Version. Die könnt ihr euch dann in dem Link oder über den Link runterladen, der im Video dazu steht, also zu dem Chevrolet Monza. Einfach mal Assetto Corsa Chevrolet Monza auf meinem Kanal suchen oder so und dann findet ihr das Video dazu. Und da ist der Link in der Beschreibung, da könnt ihr euch dann jetzt den Opel Ascona runterladen. Da wurden einfach mal die Zeichen und die Symbole ausgetauscht und zack, hat man ein deutsches Auto. Und da gibt's auch eine GT-Version von. Muss ich mal gucken, ob ich die nicht auch mal zeige. Wenn die gut ist, mache ich das vielleicht. Guck mal, worüber man so Zeit hat nachzudenken hier bei so einem KI-Rennen, ne? Kann einfach die Gedanken fliegen lassen. Das Auto fährt eh von alleine, ist auch nicht zu schnell. Wir brauchen nicht hektisch bremsen. Urlaub fürs Gehirn. Ich bin ja immer gespannt, wie lange es jetzt dauert, bis die ersten gemoddeten Fahrzeuge rauskommen. Es haben sich ja noch so einige Modder zurückgehalten. Was natürlich auch klar ist, also ich glaube, es wären schon manche fertig gewesen, aber dann wurde ja publik, dass bald die 1.0 kommen soll und dann warten natürlich alle noch, weil ja die neue Grafik, neues Fahrverhalten, Schadensmodell, die F-Mod Sound Engine und so, das sind ja alles neue Faktoren, die natürlich auch für Modder relevant sind. Und jetzt dauert es natürlich erst nochmal ein bisschen, bis die Leute sich auf die F-Mod Engine eingeschossen haben, da einen schönen Sound präsentieren und dann auch nochmal in den Feinschliff machen. Aber dann kriegen wir bald richtig eine schöne Welle. Richtig schöner Mods auf uns zu. Schwimmen und das wird witzig, das wird gut. Und dann kommt Kuna Simulationen vielleicht auch dieses Jahr noch mit der Nordschleife. Zumindest habe ich es mal so verstanden in dem Interview, dass sie dieses Jahr das DLC noch angehen wollen. Was natürlich nicht heißt, es kommt dieses Jahr noch raus. Vielleicht arbeiten sie dieses Jahr nur dran und releasen es nächstes Jahr oder so. Keine Ahnung, wer weiß. Sind ja immerhin 10 Fahrzeuge und eine riesige Strecke. Und das Hauptspiel ist ja auch noch nicht fertig. Also eigentlich müssten wir da nochmal die Kirche im Dorf lassen. Aber dieses Jahr und ich glaube auch das nächste Jahr wird nochmal richtig gesegnet für uns Simracer. Wenn dann auch noch Project Cars im März rauskommt. R-Faktor weiterentwickelt wird. iRacing kriegt natürlich auch hier und da immer die Updates und Patches. Was heißt hier und da? Alle 3 Monate, ne? Im 3-Monats-Rhythmus. Es gibt auf jeden Fall eine Menge Gründe, sich ein Lenkrad zu holen, beziehungsweise das eingestaubte Lenkrad wieder rauszukramen und wieder mit dem Simracing anzufangen oder überhaupt mit dem Rennen fahren. Weil es halt echt mittlerweile gute Spiele sind. Alle, also wenn wir meckern und so, hier, das ist nicht richtig und Project Cars habe ich ja immer was zu meckern, dass es vielleicht nicht ganz realistisch ist oder immer so. Noch 10% Need for Speed mitfahren, habe ich immer so das Gefühl, so ein bisschen so einer, der die ganz leicht unter die Arme greift. Das ist ein Meckern auf so einem hohen Niveau, weil das Spiel ansonsten natürlich super gut ist. Und auch Gran Turismo 6 ist auch ein super gutes Spiel.
Bloß wenn man dann im Vergleich die Möglichkeiten hat, Assetto Corsa zu spielen, Project Cars zu spielen, R-Factor vielleicht auch zu spielen, was eine sehr schöne Fahrphysik hat, da bist du natürlich dann verwöhnt und legst Gran Turismo vielleicht schon mal zur Seite, weil die Grafik nicht die schönste ist, weil die Kantenglättung fehlt, weil die Fahrphysik vielleicht doch ein bisschen zu arcadig ist oder weil man sonst noch irgendwas zu meckern hat. Weil es zu viele Mazda MX-5s gibt, so Mazda Miatas hier. Gibt's da 30 Stück und keine hat ein Cockpit und oh, da ist doch alles. Naja, aber ihr wisst, was ich meine. Es sind so ganz gute Spiele. Aber man hat halt Besseres zur Auswahl, ja? Und dann greift man natürlich dazu. Scheiße. Was ist denn jetzt los? Letzte Runde nochmal schön ins Kiesbett ablegen. Ich wollte eigentlich noch jemanden überrunden, aber das wäre eh nichts geworden. So, und das war das letzte Mal hier auf der Magione geraden. Zack, da ist das Ziel. First Play, Session over. Ich werde nochmal die Wiederholung aufzeichnen und euch noch die Medaillen zeigen, die wir jetzt so eingefahren haben. Vielleicht kommt ja wieder was Spezielles. Aber ich sag schon mal danke fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Mit der Karriere geht's dann weiter. Macht's gut. Tschüss.